Servus. Willkommen zu einer neuen Folge von Nova Scotiana, Our Road to Burns Lodge. Wenn ihr uns auf dem Weg unserer Einwanderung nach Kanada begleiten wollt, die Höhen und ab und zu auch Tiefen, dann abonniert den Kanal. Das ist ein Dutch Oven. Viele von euch werden den schon kennen. Der Klassiker der Campfire and Outdoor Kitchen. Nicht nur in Nordamerika. Wir machen heute Schichtfleisch, was wiederum der Klassiker ist für den Dutch Oven und ein Gericht, das sogar Leute hinbekommen, die nicht kochen können und das super schmeckt und wo man super bei seinen Kumpels, Freunden und Gästen mit punkten kann. Bis gleich! Das Tolle bei Schichtfleisch ist, dass man dazu gar nicht viel Sachen braucht. Ihr braucht Schweinenacken. Man rechnet pro Person 250 bis 300 Gramm. Das wird mit Grillgewürz über Nacht mariniert. Ich habe das hier gleich in dem Dutch Oven gemacht. Gestern habe das dann über Nacht in dem Dutch Oven gelassen. Ihr braucht Speck, Grillsoße, ein paar Zwiebeln und Paprika. Und das war es auch schon. Ich habe gelernt, dass es gut ist, da noch einen Schuss Rotwein reinzugeben. Deshalb eine Flasche Rotwein. Und man kann dann experimentieren nach eigenem Gutdünken. Knoblauch zum Beispiel reintun. Lassen wir weg, weil der Earl und Carol, die heute Abend kommen, die essen nicht gerne Knoblauch. Knoblauch, Ingwer, andere Gewürze. Man kann sich da spielen und das Schöne ist, man kann, wenn man das nicht explizit versalzt oder verpfeffert, da nichts falsch machen. Das Tolle bei diesem Dutch Oven ist auch folgendes. Der kommt ja ins Feuer, beziehungsweise er kommt oben und unten Kohlen drauf. Und wenn er fertig ist nach zweieinhalb Stunden, macht man den grob sauber und nimmt den so, wie er ist, vom Feuer auf den Tisch. Ihr stellt ein altes Brett auf den Tisch und dann kommt dieser Dutch Oven drauf. Heiß, lecker riechend, noch die Asche vom Feuer, das ist natürlich auch ein Erlebnis. Und darum geht es ja. Ihr wollt ja euren Gästen ein Erlebnis verschaffen. Und damit, wie im Intro schon gesagt, Dutch Oven ist ein Gericht, damit kann man punkten. Ich mache jetzt nicht lange rum, ich bereite jetzt die Zwiebeln zu. Wir wollen es auch nicht zu sehr ausdehnen und dann zeige ich im Zeitraffer, wie der Dutch Oven gefüllt wird. Also. Gut. Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen auf der einen Seite, man kann aber viel richtig machen, weil man da selber nach Herzenslust mit Kräutern, auch frischen Kräutern, Rosmarin zum Beispiel, Majoran, experimentieren kann. So, und jetzt gehen wir raus und zünden das Ding an. So, in diesem Kohlenkorb hinter mir, den ihr alle kennt, habe ich jetzt Holz angezündet. Aber die Idee ist nicht, Holz anzuzünden, sondern die Idee ist, auf dieses Holz oben drauf liegen 7 dieser, ja, wie nennt man die, Eierbriketts, die, wenn sie einmal durchgeglüht sind, kommen 4 unter den Feuertopf, unter den Dutch Oven und 3 obendrauf. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Dann lässt man die Sache zwei Stunden in Ruhe und gut ist. Noch einen praktischen Tipp. Wir haben den Dutch Oven FT3 von Petromax. Ich bin ein großer Freund von Petromax, bin ein großer Freund dieser Marke, weil es eine absolute Traditionsmarke ist mit großer Geschichte, die sich mehrfach neu erfunden haben und heute eine fantastische Vielzahl von richtig guten Outdoor-Produkten anbieten. Und das sage ich nicht, weil ich davon irgendein Sponsoring kriege, sondern einfach, weil ich hinter diesen Produkten stehe. Wir haben den FT3, den Petromax FT3. Achtet darauf, dass ihr den Dutch Oven nicht zu klein wählt. Denn wenn der Dutch Oven zu klein ist und euch die Soße da außen rausläuft, wenn er zu dicht befüllt ist, dann läuft die Soße oben rüber, läuft an dem Feuertopf runter und tropft unten in die glühenden Eierbriketts rein und löscht diese. Und das ist natürlich nicht ideal. Also achtet darauf, dass ihr einen genügend großen, aber nicht zu großen Dutch Oven nehmt. Jetzt warten wir, bis die Kohlen durchgeglüht sind und dann geht's weiter. So, eine Viertelstunde später sieht das da drin so aus. Die Kohlen, auch die Eierbriketts, sind rotglühend. Und jetzt kippen wir das Ding um, suchen die Eierbriketts raus und statten den Dutch Oven damit aus. Und dann sehen wir weiter.
So, im Prinzip war es das. Jetzt ist nicht mehr viel zu tun. Jetzt muss man circa 2 Stunden warten. 2,5, je nachdem wie viel Fleisch und nach persönlichen Vorlieben. Aber ich warte jetzt 2 Stunden. Und dann ist das gut. Die Idee ist nicht, dass das Ganze gegrillt wird oder richtig heiß gegrillt wird, sondern eher gesotten. Natürlich heiß, aber gesotten wie ein Stew über 2 Stunden. Dann tritt der Fleischsaft aus, vermischt sich mit dem Zwiebelsaft und dem Grill, der Barbecue-Soße und dem Rotwein und wird darin gesotten. Wichtig ist, deshalb habe ich den Standort nochmal gewechselt. Wir haben hier oft Wind vom Atlantik. Hier ist es eigentlich selten windstill, aber es ist wichtig, dass ihr einen windgeschützten Platz euch aussucht, denn sonst weht der Wind die Hitze daraus und so können die Kohlen schön gleichmäßig nach oben die Glut abgeben. So, und jetzt überlassen wir die Sache sich selbst. Der Trick an diesen ganzen Gusseisengeräten ist, dass die unheimlich heiß werden, sehr gut die Hitze übernehmen und speichern. Das heißt sozusagen, diese Dutch Ovens, die werden über die Hitze der Kohlen selber zu so einer Art Backofen. Auch die Pfannen halten die Hitze unheimlich lange. Deshalb ist dieses Kochen in diesen Geräten schon etwas anders als zu Hause auf dem Ceranfeld. So, das ist jetzt genau 1 und 1/4 Stunde später und wir schauen jetzt mal, was der Dutch Oven macht. So, so sieht es jetzt aus. Der Speck von oben ist leicht angebräunt, das ist gut so und das kocht jetzt gut im eigenen Saft vor sich hin und riecht einfach sau lecker. Aber ihr seht, was ich vorher gesagt habe, der Saft steigt sehr hoch. Und wenn ihr einen zu kleinen Topf nehmt mit zu viel Fleisch, läuft euch die Soße über. Und das ist ein Aspekt, den man ein bisschen beachten muss, auch bei der Größe, bei der Auswahl der Größe des Topfes, den ihr kauft. So, 2 Stunden, 10 Minuten. Das Ding sollte jetzt fertig sein und jetzt tragen wir das rein. Hoffentlich schmeckt's. Oh, das schmeckt gut. Look at that, all the fancy stuff. Oh, bacon. Carol. Yes, sir. How did you like your first Dutch oven? It was good, very tasty. What did you like in particular? In particular? The bacon. Everybody loves the bacon. The meat was very tasty, it was tender and good. Great, thank you. Earl, what did you like? Yeah. I loved it all, the spices and the onions and nice tender meat, no bones. Mm-hmm. And yeah, mine, Uta said hers was dry, but she lies. Mine was juicy. All good. Right. Yeah, and the sauce was really good too. Okay, thank you, because this goes on YouTube, and if you had something else, I would have kicked your ass. So, Zeitsprung, 12 Stunden, es ist der nächste Tag. Ihr seht, die beiden Nachbarn, Earl und Carol, hat das geschmeckt. Sehr geschmeckt sogar. Die kannten das gar nicht, witzigerweise. Was Earl da gesagt hat, nur ganz kurz, Uta meinte, ihr Stück Fleisch sei trocken. Das hat damit zu tun, ganz interessanter kultureller Gesichtspunkt, die haben hier in Kanada völlig andere Cuts als wir in Deutschland. Also sie schneiden das Fleisch völlig anders. Und Uta hat eben nicht das gekriegt, was ihr nehmt, nämlich schönes saftiges Halsgrat, sondern irgendein anderes Stück Fleisch. Und da hat sie das Stück, also vom Schwein, da hat sie das dickste Stück gekriegt und das war ein bisschen trocken, aber der Rest war super saftig. Das sind unsere Mangalitza-Ferkel, unser Nachwuchs. Hätten wir Mangalitza-Fleisch genommen, das ist saftig, verlasst euch drauf. Die sind in 2 Jahren soweit, dann gibt es ein Update. So viel zum Thema Schichtfleisch aus dem Dutch Oven. Was ist wichtig? Kümmert euch selber drum. Im Internet gibt es genügend gute Rezepte und auch kreative Ideen.
Erstens, zweitens, nicht den Topf zu voll machen, dass das überläuft, wegen der, sonst geht die, euch die Kohle drunter flöten. Drittens, windgeschützt aufstellen. Ansonsten ein super einfaches Gericht, mit dem man super punkten kann. Und was ich persönlich auch noch gut finde, das sind so Gerichte, wenn ihr Gäste habt, dann sollen die halt eine Stunde eher kommen. Und dann setzt man sich gemeinsam an die Feuerstelle, trinkt ein Bier, schaut dem Dutch Oven beim Köcheln zu. Und das hat so was Entschleunigendes, es hat was Erdiges, da am Feuer zu sitzen. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll solche Clips mehr machen, und zwar in besserer Qualität als der jetzt, sprich Campfire-Küche, Lagerfeuer-Küche, etwas, in was ich jetzt hier reingehen werde in den nächsten Tage, Wochen und Monate, dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Kommentiert es gerne, liked es, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von uns erfahren wollt. Und danke fürs Zuschauen. Und liebe Grüße nach Deutschland. Ciao, ciao.